Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Würzburg Radio hat ein neues Projekt. Demnächst bei Würzburg Radio Mein Garten TV. Wir haben das Ganze im letzten Jahr schon begonnen und haben einiges schon in unserem Garten erlebt. Und davon möchten wir euch natürlich einiges erzählen. In unserem Garten direkt am Main gibt es kein Wasser, gibt es keinen Strom. Und das gibt natürlich für den normalen Bürger Probleme. Wasser, das haben wir schon gelöst. Das werde ich euch in einem der nächsten Videos dann auch einmal zeigen, wie wir das Ganze mit Wasser gelöst haben. Jetzt haben wir schon ein bisschen Rasen gemacht, ein bisschen was gemacht. Und unsere Gabi, der habe ich ein Geschenk gemacht zum Geburtstag. Da habe ich gesagt, wir brauchen ein Rasenmäher. Und da wir natürlich ein Rasenmäher brauchen, hat sie erst gesagt, Rasenmäher ist kein Geschenk zum Geburtstag. Aber mittlerweile freut sie sich auch drauf. Und sie freut sich schon, dass sie demnächst wahrscheinlich ihren Rasenmäher gebrauchen kann und den Rasen mähen kann. Und wir haben hier auf Einhell zurückgegriffen, weil wir haben das schon bei der Wasserpumpe und dann passen die Akkusysteme, dann passt alles. Natürlich immer wieder schön verpackt und dann wollen wir mal sehen, was der hier so an Inhalten uns bieten wird. Hier haben wir das Ganze schon so auf, ist natürlich immer ein bisschen schön verklebt, dass das alles sicher ist. So, und ich darf noch sagen, der ist nicht gesponsert, den haben wir also wirklich gekauft. Und dann wollen wir mal sehen, was uns hier bei diesem Paket alles so Schönes erwartet. Das Wichtigste, was wir hier natürlich haben, ist die Bedienungsanleitung. Ziemlich dick, aber da braucht man keine Angst vor zu haben. Die sind so dick, weil sie meist in mehreren Sprachen gehen. Und hier ist nochmal eine Schnellanleitung. Die werden wir dann hier erstmal an die Seite tun. Hier haben wir dann noch mal ein kleineres Paket und das hat was mit Power zu tun. Steht zumindest drauf. Okay, das ist ein Ladegerät für den Akku. Den packen wir dann auch mal aus und legen den auch hier dann noch mal zu der Seite. Wir haben das gleiche aber noch mal, dieses Ladegerät, da haben wir ein doppeltes, was wir eben für den die Wasserpumpe schon einmal angeschafft haben. Und das Schöne ist, dass wir das dann natürlich gemeinschaftlich eben gebrauchen können. Die Akkus, die passen. Und deswegen war das natürlich auch ein Grund, warum wir hier dann auf Einhell gegangen sind. So, jetzt haben wir hier noch ein schönes Päckchen. Mal sehen, was hier so drin ist. Das ist die Verpackung, immer aufkriegen. Das macht Michael am allerliebsten. So. Jetzt haben wir den hier auch, so langsam, aber sicher. Ja, das ist schön, jawohl. Ne? Ja, schönes Geschenk, sage ich mal, sinnvoll, ne? Also, dass man nun irgendwas kauft, ne? Was nachher hier keiner mehr braucht. Ne? Hier haben wir dann ein Gebläse, das ist auch noch dabei. So, was wir damit machen sollen, weiß ich jetzt im Moment auch noch nicht. Ne? Okay, legen wir das auch hier erstmal wieder mit an die Seite. Nicht? Ja, das ist ein Laubbläser, nicht? Der war noch mit dabei. Nicht? Das ist ein schönes Geschenk. Zusätzlich, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Der ist zwar auf dem Bild, auf dem Karton auch drauf, aber wenn wir den dann nochmal mit Akku haben, können wir natürlich auch im Garten gebrauchen. Anleitung ist auch dabei. Kartons tun wir mal an die Seite. Stellen wir den Karton mal ein bisschen nach unten, ne, dann können wir hier schon mal ein bisschen besser sehen, was wir hier auf dem Gerät alles so rausholen und können das dann hier eventuell auch zusammenbauen. Hier nochmal, ich glaube, das ist eine Abdeckung, das Ganze. Und dann haben wir hier nochmal Papier. Aha. Das ist halt für den Korb, wo das Gras dann nachher reinkommt. Den stellen wir dann erstmal hier hin. Und dann haben wir hier den eigentlichen, ja, jetzt kommt das Wichtigste, ne? Den eigentlichen Rasenmäher. Hier ist oben die Stange, das kann man dann hier anschließend gleich montieren.
Und das werden wir dann machen. Das werden wir jetzt nicht alles im Einzelnen filmen. Hier haben wir das Fach für den Akku. Und dann wollen wir mal schauen, ob im Karton auch noch ein Akku ist. Nicht? Steht normalerweise in der Anleitung mit drin. Jawohl, hier ist der Akku. Dann haben wir hier noch diverse Haltegriffe, die wir auch dann nach Anleitung montieren müssen. Und hier haben wir den besagten Akku. Die kennen wir schon, also die 1L-Akkus, da sind wir also wirklich sehr mit zufrieden. Das haben wir bei der Wasserpumpe schon und können wir da natürlich auch dann wirklich, hier haben wir dann das Ladegerät. Wir werden den dann zunächst mal laden und werden den Rasenmäher gleich hier nochmal richtig zusammenbauen. Dann werden wir nochmal zeigen und dann hoffen wir, dass das Wetter natürlich heute ein bisschen besser wird und werden dann später in den Garten gehen. Bis dahin erstmal, bis gleich. Ja, liebe Leute, ich darf euch sagen, wir haben es also geschafft. Wir haben das Ding hier zusammengebaut gekriegt, war im Prinzip nicht allzu schwer. Manche Sachen waren so ein bisschen fummelig und da wollten wir euch nicht so lange mit aufhalten. Ne? Zunächst mal diesen Korb hier zusammengebaut, den Akku natürlich jetzt aufgeladen und hier diese Stangen nur verschraubt und schon ist das Ganze fertig. Den Laubbläser haben wir dann auch noch dazu und jetzt warten wir auf besseres Wetter, dass es aufhört zu regnen und wenn es dann ein bisschen trockener ist, dann drehen wir das nächste Video, dann zeigen wir euch die ersten Mähergebnisse mit unserem Rasenmäher. Bis dann!